Automobilbranche. Wir sagen salopp, das ist das Rückgrat der Industrie, aber man muss sich das mal deutlich machen. In dieser Automobilbranche arbeiten 800.000 Leute. Mit Zulieferern sind es 5 Millionen. Das ist die Mehrheit der Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe. Das produzierende Gewerbe ist aber das Maßgebliche in der Wirtschaft, weil Handel, Minijobs, Transport, Finanzgeschäfte, ist da alles nur abgeleitete Wirtschaftszweige. Wenn das produzierende Gewerbe Husten hat, dann ist die gesamte Wirtschaft krank. Und auf das läuft die Entwicklung raus, die die jetzt angestoßen haben mit der Strangulierung der Automobilindustrie. Und das wird spürbar werden. Ihr müsst euch mal vorstellen, die Merkel hat 2013 einen sogenannten 7-Jahres-Plan verkündet, dass bis zum Jahr 2020 eine Million E-Autos auf deutschen Straßen fahren. Real fahren jetzt Ende 2019, also 2020 ist ja ums Eck, 40.000. Und die hat von einer Million gesprochen. Könnt ihr euch das Ausmaß an Realitätsverwirrung in dieser Frau, die die mächtigste Frau in Deutschland, vielleicht auf dem Kontinent ist, vorstellen, wenn sie solche 7-Jahres-Pläne rausgibt? Die wird überhaupt nichts mehr in der Hinsicht zustande bringen und es wird spürbar werden, flächendeckend. Und was wir im Augenblick erleben, ist ja die Neuauflage vom Morgentauplan. Es ist der Morgentauplan, die Verwandlung Deutschlands in einen Agrarstaat nach dem Vorbild des amerikanischen Finanzministers Henry Morgenthau am Ende des Zweiten Weltkriegs sollte den lästigen Konkurrenten im Herzen Europas für immer ausschalten. Der Plan kam nur aus einem Grund nicht zum Zug. Die Amis hatten sich unter Führung von Churchill dann auch plötzlich überlegt, dass sie doch das falsche Schwein geschlachtet haben, wollten dann auch noch die Sowjetunion platt machen. Und dafür brauchten sie die Deutschen wieder und dann war Morgenthau weg. Dann gab es Marshallplan. Ja? Aber nur aus diesem konjunkturellen Grund ist der Morgenthau-Plan nicht zum Zuge gekommen. Und nachdem dann das zweite Schwein auch noch geschlachtet war, nicht im heißen Krieg, sondern im kalten Krieg, und die Sowjetunion 1991 kapituliert hat, hat sich natürlich diese Notwendigkeit, Deutschland noch hochzuhalten, für das angloamerikanische Finanzkapital nicht mehr gestellt. Und deswegen kommt jetzt der alte Morgenthau-Plan wieder zum Zug. Seit der Wiedervereinigung werden diese Mächte, Wall Street und City of London, nicht müde, an diesem Ast zu sägen, auf dem Deutschland sitzt. Der Morgenthau-Plan besteht ja aus den drei Ds. Demilitarisierung, Denazifizierung und Deindustrialisierung. Diese drei Punkte sind so gut wie durchgeführt. Also nehmen wir mal Demilitarisierung. Was die Amis nicht geschafft haben, hat Flinten-Uschi locker hingekriegt mit ihren McKinsey-Beratern, ja? Diese Armee gibt es nicht mehr. Die Flugzeuge fliegen nicht mehr, die Panzer fahren nicht mehr. Man will natürlich trotzdem eine Schutzzone in Nordsyrien einrichten und an der russischen Grenze aufmarschieren. Man lacht sich tot. Ja? Das ist, wenn dann hier AKK als neue Verteidigungsministerin sagt, sie will den Amerikanern gerne helfen, die NATO zu bewahren durch mehr deutschen Einsatz. Das ist so, wie so, wenn so ein Dreijähriger anbietet, der Mama beim Spaghetti-Kochen zu helfen. Hinterher ist die ganze Küche vollgespritzt und gibt nichts zu essen. Oder Denazifizierung. Ja? Also wie weit ist es fortgeschritten? Ja? Also je mehr alte Parteigenossen der NSDAP tot sind, ich weiß nicht, ob überhaupt noch welche übrig sind,
Aber je mehr davon tot sind, umso wilder tobt der Furor des antifaschistischen Kampfes. Und mittlerweile sind ja selbst Inhalte der CDU stehen unter Nazi-Verdacht. Ist ja nicht nur so, dass in den islamisch besetzten Zonen die AfD keine Säle mehr kriegt. Auch für die CDU-Politiker kriegen keine mehr. Da kann den Thomas de Maizière haben sie niedergeschrien an der Uni in Göttingen. Oder nehmen wir den Maaßen, der kann auch nicht auftreten. Selbst den kreuzbraven Sunnyboy Lindner haben sie Auftrittsverbot in Hamburg an der Uni gegeben. Alles unter dem Rubrum, was weiß ich, politische Korrektheit, antifaschistischer Kampf. Denazifizierung völlig erfüllt. Deindustrialisierung. Einer der Hauptpunkte des Morgenthau-Plans war der Kahlschlag im Ruhrgebiet. Ist durchgeführt. Es wird keine Steinkohle mehr gefördert. Die industrielle Herzkammer Deutschlands ist nur noch eine No-Go-Area für anständige Menschen, wird beherrscht von Spielcasinos, Gangs, Pierre-Vogel-Anhängern, linksradikale Antifa. Das ist wirklich völlig runtergerockt. Trotzdem, trotz aller dieser Maßnahmen, hat sich die deutsche Wirtschaft bis vor kurzem prächtig geschlagen. Prächtig. Also Hut ab vor den Leuten, die hier schaffen. Ja, wenn man sich allein den Mittelstand anguckt, das sind ja sowieso die Leistungsträger. Die Mittelständler sind die Leistungsträger und die Arbeiter in den Großbetrieben. Ja, die Management-Ebene, Nieten in Nagelstreifen. Ja? Aber die Leute, die, wenn man sich die bürokratische Belastung, den Steuerwust, diese ganze Gängelung von der EU anschaut, die auf Handwerksmeistern, Bäckern, Gaststätten liegt und dann trotzdem brummt es noch einigermaßen, ist eigentlich wirklich der Wahnsinn. Und unsere Exporte sind weltweit begehrt, gerade die Autos. Ihr müsst euch überlegen, selbst nach dem Dieselskandal sind die Exportzahlen von VW bis 2018 weltweit noch gestiegen. Die Leute wollen deutsche Autos kaufen, die chinesischen, man sagt die rote Aristokratie, die chinesischen Milliardäre, die wollen unbedingt deutsche Autos. Und zwar nicht deutsche Autos, die in China gebaut sind, die bestellen die extra in Stuttgart unter Türkheim oder in München oder in Ingolstadt. Ja, heiß begehrt sind diese deutschen Autos, damit könnte man wirklich die ganze Wirtschaft am Laufen halten. Aber jetzt soll dieses Rückgrat auch noch kaputt gemacht werden, um Deutschland in die Knie zu zwingen. Ja, ihr müsst euch das überlegen, die Stärke von Deutschland in der Industrie zeigt sich im Vergleich zu den angelsächsischen Ländern. Wir haben auch 2014, 2015, 2016 in Deutschland einen Industrieanteil an der Wertschöpfung, also am Bruttoinlandsprodukt, von etwa 25%. Das heißt, hier raucht der Schornstein noch. Natürlich jetzt mit Abgasfilter. Ja? Im Vergleich dazu, der Anteil der Industrie an der Wertschöpfung in Großbritannien und den USA liegt unter 10%. Nach der Weltwirtschaftskrise 2008 ist der deutsche Anteil der Industrie an der Wertschöpfung sogar gestiegen. Was haben wir eigentlich für ein tolles Modell, trotz dieser beschissenen politischen Kaste? Das spricht für die Menschen in diesem Land, die den Wohlstand erarbeiten. Da ist wirklich noch was los gewesen. Aber jetzt soll einfach das Herz rausgerissen werden und das Herz ist die Automobilindustrie.